meine Lieben, was macht ihr denn da? Ja, willkommen zurück zum Vlogmas mit Sarah van Draat. Ich mache mich gerade fertig. Bei uns ist heute Freitag nach Feierabend. Hurra! Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Quedlinburg. Beziehungsweise heute fahren wir noch bis Einbeck, schlafen da eine Nacht und fahren dann morgen früh gleich nach dem Frühstück weiter. Und freuen uns schon sehr auf ein bisschen Weihnachtszauber und Weihnachtsmarktromantik. Aber bevor wir losfahren, will ich natürlich mit euch noch den Garn-Adventskalender aufmachen. Ich könnte das niemals aushalten, so lange zu warten. Das war schon als Kind so, als es nur Schokolade im Adventskalender gab. Und ich habe natürlich auch für den 3. und 4. Dezembertag die Wolle mit im Camper und mache das dann auch gleich morgens mit euch auf. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier Schönes drin ist. Ich habe alles richtig gemacht, dass ich mich für Claras Adventskalender entschieden habe. Das hier, das ist so ähnlich wie das, was wir gestern schon gesehen haben. Nur so einen ganz kleinen Ticken dunkler, die ganzen Farben, aber wunderschön. Das ist wie so ein Gradient, kann man fast sagen. Super, super schön. Ich hole mal gerade den anderen Strang. Tada! Und so sehen die beiden jetzt schon mal zusammen aus. Also richtig schick. Ganz toll. Wunderschöne Farbkombination. Ah, ich freue mich sehr. Wunderbar. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt fahren wir erstmal los. Ich habe mein Strickzeug natürlich auch schon eingepackt. Und dann sehen wir uns später wieder. Meine Lieben, wir sind jetzt in Einbeck angekommen und ich habe es uns schon ein bisschen gemütlich gemacht. So ein ganz klein wenig Campingromantik zu Weihnachten. Ich werde jetzt erstmal noch meinen Pullover weiter stricken. Ich bin jetzt schon dabei, das Bündchen abzuketten. Und dann gibt es gleich erstmal einen schön wärmenden Tee. Meine Lieben, wir sind in Quedlinburg angekommen. Hurra! Nach ein bisschen Suchen haben wir dann jetzt auch einen ganz guten Stellplatz gefunden für die Nacht und natürlich ist unser Tannebäumchen schon wieder aufgestellt, wie sich das gehört. Es gibt auch schon ein bisschen Puderzucker draußen. Tatsächlich ist es ein bisschen weiß hier in Quedlinburg. Auf dem Weg gestern hat es schon ganz bisschen geschneit, aber das ist, glaube ich, schon wieder alles weggeschmolzen. Aber hier liegt noch ein bisschen Schnee. Und jetzt werden wir uns gleich mal die Thermoklotten anziehen und Handschuhe. Und dann entdecken wir erstmal die Stadt. Aber bevor ich das machen kann,
muss ich erstmal in meinen Garn-Adventskalender mit euch gucken. Tag 3. Ui, schaut euch das an. Wieder sehr schön. Ich habe das Gefühl, dass dieses Braun immer mehr die Oberhand gewinnt in diesem Adventskalender. Sehr schön, ja. Freue mich sehr. Den packe ich jetzt erstmal wieder ordentlich ein, damit er nicht wegkommt. Und für morgen früh habe ich natürlich auch schon das nächste Päckchen dabei. Ja, meine Lieben, auf dem Weg hierher habe ich euch ja schon so ein bisschen gezeigt, wie weit ich mit meinem Ranunculus-Pullover bin. Und ich bin tatsächlich schon jetzt am ersten Ärmel. Und die Ärmel, die gehen ja Gott sei Dank relativ schnell zu stricken mit so dicken Nadeln. Von daher hoffe ich, dass ich den vielleicht noch nächste Woche fertig bekomme, bevor wir dann uns nach München auf den Weg machen. Henrik sucht jetzt gerade erstmal den besten Schmalzkuchenstand aus und Glühweinstand, habe ich recht? Mhm. Mhm. Ja. Und dann, ja, vielleicht sollten wir auch noch eine Kleinigkeit zum Mittagessen oder auch mal ein Käffchen trinken. Das würde ich jetzt erstmal bevorzugen und dann sehen wir uns gleich in Quedlinburg wieder. Ach, es musste doch erstmal noch eine Tasse Kaffee sein, bevor wir jetzt gleich in die Kälte rausgehen. Wir stehen hier jetzt gerade übrigens auf so einem Parkplatz von einem alten Discounter. Aber der Discounter ist abgebrannt, aber die Parkplätze sind noch frei. Und solange hier kein ausdrückliches Verbotszeichen ist, stehen wir hier heute Nacht. Ja. Für die eine Nacht ist das ja meist immer kein Problem, ne? Irgendwo zu stehen, das geht immer ganz gut. Man muss ihn eben nur finden, ne? Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die hier stehen. Hier sind noch allerhand andere Wohnmobilisten. Quedlinburg scheint sehr beliebt zu sein als Weihnachtsmarkt in der Adventszeit. Oh ja. Es fahren wirklich in einer Tour andere Wohnmobile hier auf der Straße her und suchen sich auch noch ein Plätzchen. Ja. In der Innenstadt gibt es zwei Stellplätze für Wohnmobile, die sind aber beide gesperrt. Wir nehmen an, dass das daran liegt, dass die ganzen Reisebusse ja auch irgendwie möglichst dicht in die Innenstadt kommen wollen. Ja. Und die fahren hier auch in einer Tour lang. Ne? Jetzt knurrt mir auch der Magen. Nach dem Kaffee brauche ich erstmal was Richtiges zum Mittag. Essen, ja. Hunger. Hunger macht böse. Deswegen haben wir, wenn wir längere Touren machen, mit dem Wohnmobil immer eine Notfall-Erbsensuppendose dabei, dass, wenn wir plötzlich hungrig werden auf einer längeren Strecke, dass wir schnell mal anhalten können und dann aus einem Eimer quasi schnell die Erbsensuppe essen können. Ja, das sind so Erfahrungen, die man machen muss, ne? Erinnert mich an meine Pfadfinderzeiten. Schöne Erbsensuppe. Du kleiner Wölfling. Mhm. Worauf freust du dich am meisten jetzt in Quedlinburg zum Advent? Ich freue mich jetzt erstmal wieder auf eine schöne Portion Mutzen gleich. Mhm. Schön warm mit viel Puderzucker. Ja. Und dann freue ich mich einfach auf diesen schönen historischen Weihnachtsmarkt, der nicht so rausgeputzt, vielleicht so glänzend ist. So ist zumindest meine Vorstellung, dass er nicht so ist. Ne? Aber wir werden sehen. In Quedlinburg gibt es doch auch ganz viele Hinterhof-Adventsmärkte, ne? Von den ganzen Künstlern. Das ist das, was du meintest gerade, ne? Genau. Das ist von den Anwohnern, dass die ihr selbst gebasteltes, selbst gebackenes, was auch immer. Selbst gebranntes. Anbieten, ja. Ich meine natürlich Keramik, was denn sonst? Ja. Thank you.
wir sind zurück im warmen Wohnmobil. Es ist ganz schön kalt geworden draußen. Es schneit. Ja. Und wir haben jetzt mehr als genug Glühwein getrunken. Ja. Jetzt gibt es erstmal einen schönen ungesüßten heißen Tee. Oh ja, Glühwein, das ist einem immer schnell über, ne? Dieses das stimmt, süße ja. Zeug. Bäh. Nee. Brauch bis nächstes Jahr keinen mehr. Ja, ansonsten hatten wir eigentlich einen richtig schönen Tag in Quedlinburg. Ihr habt ja gerade schon ein paar Eindrücke gesehen. War richtig schön, ne? So in den Hinterhöfen. Und bei den Keramikkünstlern, ich habe auch ein bisschen was geshoppt, aber das zeige ich euch dann morgen nochmal bei Tageslicht hoffentlich. Mal sehen, wann wir zu Hause ankommen. Ne? Wir wollen ja morgen noch einmal durch den Hochharz fahren, da auch nochmal ein bisschen die winterlichen Impressionen mitnehmen. Mal gucken. Schneeketten haben wir nicht mit, aber das wird schon. Und was hat dir heute am besten gefallen? Naja, erstmal die Mutzen auf jeden Fall haben mir wieder gut gefallen. Ja, und auch, was du gesagt hast, die ganzen Hinterhöfe, die alten Fachwerkhäuser, die weihnachtliche Stimmung, alles so, wie wir uns vorgestellt haben. Ne? Man fühlt sich ein bisschen wie in so einem Charles Dickens Roman oder wie in der Winkelgasse bei Harry Potter. Überall die schiefen Giebel und krummen Fachwerkhäuser und alles so schön bunt und wenn es draußen dann langsam dunkel wird, dann kann man auch so schön reinluschern und das sieht so gemütlich aus, wenn die Leute da sitzen und Kaffee trinken in diesem alten Gebälk und so. Ist richtig toll. Ja. Für heute machen wir aber erstmal Schluss. Ich sitze hier schon mit meiner Wärmflasche. Mal gucken, ob ich die gleich noch teilen muss. Trinken noch unseren Tee und dann sehen wir uns morgen wieder in der Hobby-Ecke. Bis dann. Hallo meine Lieben und willkommen nochmal zurück. Ja, es ist jetzt Sonntag bei uns und wir sind wieder zu Hause. Normalerweise wollten wir ja noch durch den Hochharz fahren. Wie hat Hendrik das genannt? Hochharz, glaube ich. Und das war so eine Suppenküche da oben, dass wir kaum was gesehen haben von der schönen Aussicht, die wir uns erhofft hatten. Also sind wir dann schnurstracks nach Hause gefahren und sind jetzt angekommen und haben schon wieder ausgeräumt und waren schon heiß baden, weil es doch ganz schön kalt war auf dem Weihnachtsmarkt in Quedlinburg. Ich habe mir schon wieder meinen heißen Rooibos-Tee mit Orange gemacht. Und ich wollte euch jetzt nochmal schnell zeigen, was ich noch erstanden hatte bei unserer kleinen Wanderung durch die Adventshöfe in Quedlinburg. So viel ist es gar nicht. Aber was ganz Besonderes und irgendwie, was für mich auch so ein bisschen zum Weihnachtsmarktbesuch dazugehört, ist, so eine kleine Keramik zu shoppen. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob das ein Klischee ist oder keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Ich fand es niedlich und deswegen ist es mitgekommen. Und das ist wirklich was ganz außergewöhnlich Besonderes. Und zwar ist das so ein süßes, kleines Teelicht. Ist das nicht herzallerliebst? Grün gesprenkelt von außen und innen drin ist dann ein kleines Quedlinburg, glaube ich, zu sehen. Mit, ja, das Kerzenlicht habe ich da noch reingetan. Ich fand das so niedlich. Das war so originell, so hübsch gemacht. Und ja, das musste unbedingt mit. Also es ist auch ganz winzig klein, aber total süß. Ich bin wirklich froh, dass ich das gefunden habe, weil das so niedlich ist. Das steht jetzt bei uns in der Küche. Morgens mache ich das immer an zum Frühstückessen. Macht einfach so eine schöne Stimmung und ist einfach auch ein ganz tolles Erinnerungsstück an Quedlinburg. Dann habe ich was schrecklich Praktisches. Und zwar knacken wir ja auch in der Weihnachtszeit gerne mal Nüsse. Und wir haben so einen alten, labbrigen Nussknacker. Das ist so ein Ding, mit dem man sich eher die Finger quetscht, als dass man eine Nuss knackt. Und ich habe immer mal die Augen aufgehalten nach so einem alternativen Nussknacker und ich habe nichts gefunden. Und jetzt in Quedlinburg ist mir wirklich der perfekte Nussknacker in die Hände gefallen. Und der sieht so aus. Ein Pilz. Hallo Nuss heißt der. Ich weiß nicht, ob da ein Hersteller draufsteht, weiß jetzt gar nicht. Ist also ein freundlicher Pilz, ist jetzt nicht ganz so, gehört das. Und hinten kommt dann die Nuss rein, Haselnuss, Walnuss, was auch immer ihr habt. Und
wenn die Nuss dann hier drin ist, dann kann man das ganz wunderbar runterschrauben, bis es knack macht und dann kann man die Nuss knacken. Also das war für mich wirklich super praktisch, weil ich gerne Nüsse knacke und frisch esse. Aber wie gesagt, die Nussknacker, die wir haben, oder den einen, der ist ganz grausig und der hier ist wirklich zuckersüß und super praktisch. Also gezielter kann man, glaube ich, Kraft nicht anwenden, um eine Nuss zu knacken. Ja, fand ich total süß und knuffig. Bin sehr froh, dass ich den gefunden habe. Sieht sehr schick aus, passt auch wunderbar natürlich bei uns in die Wohnung. Das ist ja nicht mal ganz unwichtig. Und ja, kommt auf jeden Fall mit in unsere Nussschale. Und außerdem habe ich noch zwei süße kleine Pins erstanden. Wenn ihr die seht, dann werdet ihr gleich sagen, jo, das passt. Der erste Pin ist nämlich so ein süßer kleiner Wohnwagen. Fand ich herzallerliebst. Und dann habe ich hier noch so ein kleines süßes Holland-Fahrrad. Auch das musste mit. Ja, passt ja irgendwie wieder wie die Faust aufs Auge, ne? Fand ich sehr süß. Und sollte ich wirklich mal in den Genuss einer eigenen English Pipette Piecing Tasche kommen, dann werde ich die da bestimmt dran machen. Also das war auch nochmal so ein süßer, kleiner, neckischer Fund. Und inzwischen ist ja auch schon der 4. Dezember und da wollte ich euch zeigen, was ich inzwischen so an Sammelsurium, an wunderschönen Garn aus meinem Garn-Adventskalender habe. Und ich habe bei Clara auf dem Instagram-Kanal gesehen, dass sie tatsächlich diesen Adventskalender als Fade geplant hat. Also war ich da gar nicht mal so auf dem Holzweg, als ich so gegrübelt habe, wie sich das Ganze hier so entwickeln könnte. Und inzwischen sieht das Ganze so aus. Das war der erste, das ist der 4. Also sieht ganz, ganz entzückend aus. Ich freue mich schon sehr, sehr, wie es weitergeht. Also wunderschön sind ja alles meine Farben. Der Cremeton, das schöne Salbeigrün und das schöne Karamellton. Also freue mich sehr. Und es kann gerne so weitergehen. Ich bin ganz gespannt, welche Farben noch dazukommen werden. Aber das ist der aktuelle Stand zu meinem Garn-Adventskalender von Studio Cians. Ja, meine Lieben. Und damit ist Tag 3 von Vlogmas mit Sarah van Raat auch schon wieder um. Es ist schon wieder erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Wahnsinn. Und Quedlinburg ist schon wieder vorbei. Schade eigentlich, es war wirklich schön da. Falls ihr Lust habt, da auch hinzufahren, noch habt ihr die Gelegenheit. Und falls ihr auch so einen Plan haben wollt, wie ihr ihn, glaube ich, auch schon bei mir im Video gesehen habt, die findet ihr bei der Stadtinformation, gibt es da kostenlos. Und dann sind da die ganzen Hinterhöfe zu sehen und was man da so kaufen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns ansonsten am Sonntag wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und bis dahin, macht's gut und tschüss. Thank you.